herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK. Heute bin ich mit ZF und Nacktaktiv wieder unterwegs. Und was wir heute erleben, das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Boah, Level 64er. Ach, die haben wir auch schön verspeist. Ja, aber. Schütt den weg, ne? Nein. Du kriegst alles von. Na, wenn du den frisst, kriegst du alles im Inventar von dem Kano. Okay. Ja, das ist doch. Das ist entspannt. Darf nur ein. Komm hier, Adler. Aber. Wir gehen hoch direkt zum Kristall. Ja. Und rückweg nehmen wir wieder Eisen mit. Naja, genau. Das ist schon nice jetzt, ne? Wie bitte? Die Tiere, die wir wieder weghauen. Das ist schon geil jetzt. Mhm. Ja, jetzt noch durch Laune, gell? Nicht mehr so Schiss haben muss. Das ist auch das, was du sagst, als wir im Dschungel waren. Wenn du vorher dachtest, ein Tiger und ein Skorpion könntest abhauen. Was läuft denn da links von uns? Oh, ein Kano. Ich sehe ihn nicht. Das ist ein Rex, nee, das ist ein Kano. Nee, ein Kano. Kann man den platt? Ich weiß nicht, was der für ein Level ist. Der 70 ist, wird schwer. Oh, ist ein Vogel, pass auf. Ja, ich hab euch. Zwei Vögel. Cool. So, zwei Vögel von sich. Da der eine sitzt hier. Irgendwie ganz steif. Jetzt startet er. Ein Schuss, okay. Zwei Schuss. In die Fresse. Noch ein Vogel. Yummy. Guck mal rein, wenn ich ja, kann ich ja viel runter. Auf Prime Meter, der bekommt zwei Stück, geil. Oh, das sind noch zwei Vögel. Hab ich gerade gesagt. Okay. Noch zwei Vögel. Ja. Achso, noch zwei. Dann gib ihm. Komm da. Nicht runterschubst. Ganz hoch. Oh, so viel zum Runterschubsen. 71. Säbelzahn hier oben noch. Hat die, ja? Ja, direkt hier oben hier. Auf dem Hügel hier. Das ist ja direkt hier oben gewesen gerade. Da kommt er. Hallo. Wo denn? Da oben guckt er doch. Da. Achso, das kann sein, dass ich jetzt sitze so hoch. Kann sein, dass ich jetzt. Oh, da kommt noch einer. Los bei dir, komm! Oh, 108! Das hätte meiner sein müssen. Hm? Nix. Ach, da zählst du 7 Stunden, komm so. Egal. Sagen wir mal. Ist das denn, die Kristalle sind wieder da, ne? Hm. Ziemlich viel los hier oben, ne? Kann ich nicht sagen. Ich bin schon ein paar vorbeigelaufen eben, wenn ich auf ihn drauf saß. Oh. Nimm mal eins. Bitte, das ist halt so. Raus.
Säbelzahn bei mir, Moment. Sehe ich dich. Alter, bin ich erschrocken. Blödes Viech. Ich bin gleich drauf geschissen, ey. Wo ist unser großer? Da unten. Da steht hier unten rum. Ja, wie du auch, wie immer. Na klar, ich hab grad voll beladen. Also nicht voll beladen, ich hab Eisen reingemacht. Nichts mit Kristall hier oben. Nee. Zerra gerade hier oben. Es ist Zerra mit Kristalle gerade hier oben. Wow. Was? Na gut, dann gehen wir runter Metall kloppen. Okay. Muss doch irgendwie Flecken geben, wo es richtig Kristalle hat. Ihr habt deswegen 10, 15 Stück hier hoch immer. Kann doch nicht wahr sein. Ja, runter, oder? Ja. Oh. Halt nicht runter. Ja. Müsste auch übernehmen. Mal kurz kacken noch. Oh, da vorne ist der Kano. Ja, lass mal tot machen. Wie kommen wir denn platt? Nur keine Ahnung. Nicht? Den Vorteil des Berghochs haben wir bestimmt. Weiß es aber nicht. Oh, der schöne Farben. Oh, da hängt er jetzt schon fest. Auf. Einfach mal ein. Hab ich. Level? Ach, der ist schon rot. Da. Hey. Ich bin zwar auch ein Kano, aber muss mich nicht aus. War der 16 oder so? Jo. Okay. Die Rüstung. Sind die Rüstung einfach zu krass. Tal. Nicht mehr. Mehr rechts bin ich gerade. Ja, ich weiß nicht, dass du mehr rechts.
denn? Er kam aus Oberstfall. Okay. Er hat schon auch schon 108 Stück drin. Na dann. Marschiere ich schon mal runter, oder? Ja, wir können runtergehen. Unseren Säbelzahn kommt hoch, laufen hier rechts von uns. Rechts hinter den Stegos. Ah, der hängt da am Berg, kann er von oben abschießen. Ich bin schon runter. Hier bei mir, also, oh scheiße, zu bitte. Es sind zwei, sind zwei. Komm ich hier nicht hoch? Die kommen nicht hoch, ich mach's mit. Sie kommen, dann schmeiß ich was weg. Nee, passt. Okay. Die kommen da nicht hoch, wo sie gerade stehen. Okay, dann schleiche ich schon mal Richtung Base. Und anderes schwarz, den will ich. Der will alles. Der schwarze ist doch geil. Obwohl der rote hier auch schöne Farben hat. Okay, erledigt. Ah, jetzt bewegt er sich nicht. Der ist auch ein Skorpion. Wo nicht hochkommt. Nehmen wir dann natürlich gleich noch mit. Wo der tote Säbelzahn runter rollt gerade. Ich weiß, schon gesehen. Okay. Skorpion, Chitin, ne? Korrekt. Yeah. Ich geh runter. Ja, ich komm runter, ich bin hinter dir. Au! Aua. Hängt fest. Ja, ich seh's. Aber wenn ich ihn angreife, mach ich den Baum kaputt, dann ist er frei. Ja, alles gut. Boah, Level 80, gell? Geil. Da macht das Skorpionreiten erst richtig Spaß. Aber halt den Schaden an. Drei Schuss. Oh, Kano hat schon drei Level gemacht, mit dem wir los sind. Mhm, schön. Alle sind Nahkampfschaden erstmal. Damage macht der Hund. Mehr nach links. Nach rechts. Wir müssen nach links. Ja, nach links. Nach links müssen wir, ja. Du hast die Orientierung, ne? Das ist ja. Okay, Holz brauchen wir unbedingt.
Er läuft ja heute. Mhm. Eschen, ich hab was für dich. Scheiße. Och. Ach, sieht geil das Gewächshaus, ey. Sieht richtig geil aus. Was? Was denn immer das Lunte plätschert? Na, den Kompass hat mich wohl beschissen. Mehr solche Pflanzen, ne, oder? Wenn es alles zugleistern. Ja, aber die brauchen auch Kompost und so, gut wäre egal, ne? Von dem Turm halt, ne? Vielleicht noch zweite. Oh? Turm vielleicht noch zweite. Ja, dann bau doch einfach noch. Verstehe ich jetzt gar nicht. Ich sammle gerade nur Nackerbeeren, eigentlich nichts anderes. Echt? Doch, gut. Es sind da bloß noch 33 Stück. Hast du die anderen schon rein? Was habe ich? Hast du die anderen schon in die Redbox? Ja. So, jetzt wird es schon wieder dunkel, ne? Ein scheiß Flugsaurier, ich möchte einen Flugsaurier haben. Ja, können wir den kleinen ziehen, ne? Nicht den Adler, sondern... Wo da? Adler wäre auch... Ja, den kleinen, hier läuft ja einer rum, jetzt fliegt er weg. Aber da brauchst du am besten, glaube ich, das Gewehr. Die narkose Pfeile sind viel eher in der effektiver wie die normalen. Ja, du musst hier nur in die Fresse schießen. Wenn es low level ist, das reicht ein Schuss. Okay. Oder beziehungsweise du musst halt wieder einen haben und dann schießt du zu dritt gleichzeitig. Ja.
brauchen wir für unser Haus? Bitte nochmal. Wie viel Metall wir brauchen, dass wir unsere Bude im Metall ausbauen können. Zumindest die Außenwände halt. Was habe ich gesagt pro Wand? Ja, so einiges. Ich hab's ja vorhin gesagt, was du da? Oh. Zumindest körperlich warst du da. Müsste ich nochmal gucken gehen. Ja, das hast du zum Beispiel mit deinem untersten Ring oder wie, keine Ahnung, haben wir anfangen können, oder? Also die Bodenplatte ist am teuersten. Dann wenn. Ist ja erstmal Wurst. Ja, Bodenplatte kann man ja aus Stein machen, oder? Dann, ja. Oder ich weiß auch. Nein, die kaputt geht, fällt der Rest ein, glaube ich. Okay. Ja. Ich könnte auch dann einen Gemüsegarten mal in Stein aufbauen. Mach doch. Ich glaube, falsch wäre es nicht. Ja. War ich halt schon ein Sprung von Holz auf Stein, ne? Ja. Du guckst, was der Stein aushält, was das Holz aushält. Was hat das Holz? 10.000, ja, das. Stein aber auch. So, ein Furmist. Okay, warte mal. Also eine Metallwand hat 25 Barren und Zement 7. Und Zement ist bei uns ganz rar. Ja, das brauchen wir auch. Zement für Metall, Scheiße. Ja. Das ist die Wand. Die Decke braucht 35 und 10. Okay. Aber das Fundament ist halt das härteste. Okay. Wenn ich von Holz auf Stein upgraden will, muss ich aber das neu herstellen und dann drüber bauen einfach, oder? Genau, und dann kriegst du Stein machen und dann kannst du einfach. Ja, also ich kann nicht einfach das Bestehende irgendwie upgraden. Nee, nee. Nee. Okay. Nicht recht. Werde ich mir jetzt mal einiges an Reisig und Holz und Steine fahren und dann stelle ich mal Steinfundamente her für den Garten. Fällt das dann, was draufsteht, zusammen, oder? Wenn zum Beispiel nee, Beet du ersetzt es nur, du ersetzt es. Okay. Also wenn ein Beet auf dem... Passiert nichts. Okay. Das ist gut. Bring mal die Metallbahnen in Redbox. Brunhilde 5 ist im Wachsen.
Aber ist irgendwie auch cool gelöst, ne? Wenn du überladen bist, einfach den slowly laufen lassen. Zeitlupe. Außer er ist ganz überladen, dann steht er. Ja. Metall haben wir echt schön viel. Erze haben wir noch einen Haufen. So, und das war's dann für heute. Wir hatten so viel Spaß, ich hoffe ihr auch. Lasst mir doch einen Daumen da, vielleicht auch ein Abo. Und ansonsten wünsche ich euch einen ganz tollen Tag. Euer Caruso. Bye bye.